Ja, herzlich willkommen zu Weinzeit Schweich Meets. Heute wieder mit in Schweich. Dafür sitzen wir, das könnt ihr jetzt nicht sehen, mit bestem Blick auf die Weinberge. Und zwar sitzen wir in Drittenheim bei Bollig Hoch 2. Diesmal sind wir zu dritt. Lukas, genau. Moritz. Und das war auch schon wieder von mir. Ihr dürft euch und euer Weingut jetzt einfach mal vorstellen. Jetzt seid ihr schon zu zweit. Ja, das ist ein bisschen einfacher. Ja, ich bin der Lukas. Wir haben jetzt letztes Jahr unser Weingut gegründet. Wir waren jetzt den 2021 als unser erster Jahrgang. Ich bin eher für den Keller zuständig. Mein Bruder Moritz macht den Außenbetrieb. Kannst du vielleicht zusammen gucken? Ja, dann fange ich mal an. Also so Außenbetrieb liegt dann so in meiner Hand. Pflege der Weinberge, Anleitung von unseren Saisonarbeitskräften. Also unser Betrieb ist auch relativ groß für den Mosel. Wir machen jetzt 16 Hektar. 16, ja. Ja, großes Rebsortenspektrum, aber dass wir da nicht alles ausschöpfen jetzt für unsere Weine, dazu kommen wir ja dann nach und nach noch bei den Weinen. Ja, unsere Weinberge ziehen sich von Leiven bis nach Biesburg. Biesburg und Dron kommen so von mütterlicher Seite, Mutter stammt von Dron. Okay. Und ja. Genau, man sieht es ja auch schön. Ich hatte die, was auf jeden Fall schon jetzt, ohne eine Wein probiert zu haben, zu empfehlen, das ist die Homepage, weil da habt ihr ja genau das mit diesen Weinlagen schön dargestellt. Und ihr habt ja wirklich eure Lagen von bis, wie du gerade gesagt hast, aber das Coole ist ja, ihr habt die alte Lagenklassifikationskarte noch daneben gelegt und man kann so schön drüber schieben. Das finde ich auch ein sehr cooles Feature auf unserer Internetseite. Ja, das fand ich auch sehr, weil das ist ja meistens, haben wir auch bei vielen Weingütern schon gesessen und dann hat dann irgendjemand hat das dann ausgepackt und hat dann hingelegt. Und dann hat man gedacht, wo sind wir? Braun, rot, dunkelrot. Und da funktioniert es eben so schön nebeneinander. Genau. Und da könnten wir jetzt vielleicht den ersten Wein probieren. Der ist jetzt quasi querbeet, sag ich jetzt von vorne. Leiden bis nach Peaceport, das ist unser Cuvée. Da sind vier verschiedene Rebsorten drin. Zum größten Teil Müller-Thurgau, was ja auch in der Mosel noch ziemlich typisch ist. Dann gleichen Teil Gewürztraminer und Riesling und für die Süße ein bisschen Bacchus. So ein bisschen vergessene Rebsorte, aber dann zum Wohle. Zum Wohle, ja. Vielen Dank. Ein bisschen Restsüße. Ja. Ist das ein feinherber Wein jetzt? Genau, ja, stimmt. Okay. So ganz gut zum Grillen, sage ich mal, wenn man mit 10 Leuten grillt, der schmeckt eigentlich durch die Bank. Genau. Einer, der nicht gerne Riesling trinkt oder trotzdem ein bisschen knackige Säure trotzdem hat. Ist jetzt auch ein Wein für junge Leute, fruchtig. Und was man dann auch noch vielleicht jetzt am Anfang auch erwähnen sollte, das ist jetzt diese beigen Etiketten, die wir haben, da kommen dann gleich noch andere, das ist aus unserem Gutsweinbereich. Wir gehen dann nach der Klassifizierung Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Ist dann hier hinten auf der Flasche dann nochmal angeschrieben. Ja, und dieses bunte B ist jetzt bei der Druckerei hier, wo wir es haben machen lassen, auch Etikett des Monats. Weil dieses B in der Sonne, hier im normalen Licht geht es nicht ganz so gut, in der Sonne schimmert das so ein bisschen regenbogenfarbig, diese Goldfolie. Da ist auch ein Sonderetikett, sonst sind alle Etiketten relativ gleich und da haben wir jetzt dieses eine Sonderetikett für diesen König. Aber das war dann, weil du gerade sagst, das ist genauso geplant. Ja, genau. Das ist dann einfach technisch, dass das einfach dann das leuchtet. Ja, genau. Also wenn es hier so auf dem Tisch steht. Ja, beim Grill. Genau, richtig. Die Sonne drauf scheint, dann sieht man von jeder Seite so ein bisschen eine andere Farbe, so wie der Wein halt eben auch sein soll. Ja, das ist ja schon eingebürgert bei den Videos immer als, ich trinke das ja dann immer als Laie und ich hatte jetzt, wann waren das, am Wochenende waren wir noch, genau, am Wochenende hatte ich einen Cabernet Sauvignon getrunken, auf jeden Fall, dass das jetzt völlig verkehrt wird. Da haben wir uns so unterhalten und gesagt, boah, krass, das schmeckt das so halt auch in die Sauvignon-Richtung oder Viognier, so dieses, kann gar nicht richtig beschreiben, dieses Spritzige. Ja. Das Witzige ist, das kommt ja, also ich will jetzt nicht sagen, geht in die Richtung, aber der spritzt ja genauso, das ist ja genauso spritzig, obwohl jetzt da keine von diesen Sauvignon-Rebsorten drin ist. Ja, der Gewürztraminer hat so halt eben so ein ziemlich blumiges Bouquet und durch den Riesling ist halt eben die Säure ein bisschen drin. Und der Kaffee ist natürlich auch sehr fruchtig und aromareich.
weiche Rebsorte. Man braucht die anderen gar nicht. Man hat alles schon hier. Genau, alle alten Rebsorten quasi sind schon vorhanden. Ja, also die Gewürztraminer ist natürlich ein bisschen exotisch für die Mosel, aber wir wollten da mal ein bisschen. Ja, was wir jetzt dieses Jahr noch gepflanzt haben, ist gelber Muscatella, was vielleicht auch noch ein Partnerhelfer hier rein. Ja, einfach mal, das ist eine kleine Fläche. Wir wollten eigentlich Spätburgunder, weil daneben Spätburgunder ist. Mhm. Haben wir keine Reben bekommen, dann haben wir entschieden, nochmal gelbe Muscatella, mal noch was anderes. Das heißt also, jetzt haben wir gerade ein Wein getrunken und ein bisschen gequatscht. Die 16 Hektar sind ein Haufen Zeug, aber da experimentiert immer noch rum. Also da ist noch nichts zu Ende, sage ich mal. Sag mal so, also unser Hauptaugenmerk liegt schon am Riesling. Mhm. Also die ganzen Orts- und Lagenweine ist alles Riesling. Aber im Gutsweinbereich haben wir jetzt noch 4 andere Rebsorten. Aber wir wollen es auch so klein wie möglich halten. Wir machen jetzt da nicht so eine riesen Rebsortenkarte, sondern Riesling soll schon das Hauptaugenmerk sein. Deswegen auch der Cuvée, um ein paar Rebsorten alles mal in so ein Cuvée zu packen, zu zeigen, was da so jede Rebsorte davon dann kann. War dann auch viel Probiererei vorher. Weil passt, ne? Ja, welche anteilsmäßig was, welche Rebsorte, wie viel reinkommt, also da haben wir schon sehr viel probiert bei dem Wein. Und jetzt so, weil ihr gerade eben angesprochen habt, der 21 ist euer erster Jahrgang, ohne jetzt zu sehr in der Vergangenheit zu kramen, aber wie kamt ihr jetzt dazu zu sagen, jetzt machen wir Bollisch hoch 2 und jetzt geben wir 2 da rein? Also mein Vater geht jetzt auch so langsam ins Rentenalter und mein Bruder und ich haben schon eigentlich uns immer gut verstanden. Mein Bruder war im Trona-Weingut quasi von der Mutter aus. Und da wir beide so unsere speziellen Vorlieben haben, was wir gerne machen, ich lieber im Keller bin und mein Bruder lieber draußen, hat das halt eben perfekt gepasst. Mhm. Und die Eltern haben da auch mitgespielt und haben uns keine Steine im Weg gelegt, sodass man das beides zusammenleben konnte. Und ich denke, zu zweit macht es auch viel mehr Spaß. Man hat ganz andere Möglichkeiten auch. Ja, man hat andere Möglichkeiten und auch andere Freiräume. Man muss sich nicht um alles kümmern. Mhm. Weißt du, meine Sache ist halt der Außenbetrieb, da kümmere ich mich drum. Ja. Was im Keller passiert, ist jetzt nicht so, dass mich das nicht interessiert, aber halt so die organisatorischen Sachen, das muss bestellt werden, das muss gekauft werden. Im Außenbetrieb mache ich das, im Keller macht er das, kümmert sich darum, er macht das Filtrieren, ich mache draußen die Arbeit. Und so hat jeder ist in seinem drin und nicht jeder muss sich um alles kümmern. So hat man auch Freiräume und andersrum natürlich dann auch da mal mehr Arbeit. Und die Verantwortung natürlich auch mehr. Man ist nicht allein, aber man hat dann schon für seinen Part, lass mal gerade stehen. Ne? Ja. Wenn du draußen Mist machst, kriegst du viel zu hören. Ja klar, wir sprechen trotzdem sehr viel ab. Ja. Es ist jetzt auch wie mit dem, was ich eben gesagt habe, gelber Muscatella gepflanzt, das ist jetzt nicht allein meine Entscheidung. Ja, dass du da rausfährst und pflanzt. Nee, das ist nicht allein meine Entscheidung. Oder auch im Herbst, war jetzt unser ersten Herbst, aber das, wie du eben gesagt hast, 16 Hektar ist viel. Und da arbeiten wir dann auch zusammen im Keller. Also da bin ich dann auch kaum draußen, weil wir eine gute Mannschaft haben, die allein für sich Trauben lesen geht. Klar, kontrolliert man das, aber ich bin eigentlich mit ihm im Keller. Also doch, dann hoch 2 zusammen. Genau. Aber ich finde das mal interessant, ne? Das ist ja Arbeitsteilung letztendlich, aber als Brüder, ne? Dass der so schmeckt, wie er schmeckt, oder die anderen, die ja noch kommen werden, das ist ja nicht, würdest du sagen, das ist dein Wein oder das ist schon euer Wein? Nee, das ist unser Wein. Alles offen, Also ich sage jetzt nicht, den Wein habe ich gemacht. Ja, genau. Nee, also den haben wir zusammen gemacht. Mhm. Die Hauptarbeit liegt ja auch, also was halt Hauptarbeit, aber die Grundlage wird ja im Weinberg gelegt. Ohne die Grundlage könnte ich ja nicht sagen, das ist jetzt mein Wein und so. Weil das wäre jetzt auch eine gute Überleitung zu dem einen schon oft hier genannten Zitat. Ihr sagtet auch, frei nach dem Motto, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Genau. So wenig wie möglich. Das ist auch Philosophie im Keller? Richtig. Also wir geben im Keller eigentlich nichts zu. Mhm. Wir machen keine Schönungen, überhaupt nichts. Also nach der Gärung wird der Wein einmal crosslow filtriert, je nachdem wie lange wir Hefelager machen, abgeschwefelt und das war es dann eigentlich schon. Und im Ortswein und Nadenwein
arbeiten wir mit spontanen Hefen und halt nur die Gutsweine werden mit Reizobjekten verarbeitet. Aber ansonsten wird dem Teller nichts zugesetzt. Also war das jetzt hier quasi der einzige, also der Gutswein ist jetzt einer mit Reinzuchthäfen und wenn wir dann weitergehen auf Ortslagenwein. Ja, richtig, wir haben jetzt 5 Gutsweine, ich würde dann mal den nächsten kurz holen. Das ist auch der den Keller schafft, der muss dann noch. Ja, sicher, der muss immer dabei. Ja, und deswegen jetzt dann nochmal zu dem System, da haben wir es auch dann unterteilt in Farben der Etiketten. Bei uns jetzt auch passend mit dem Schraubverschluss dazu. Da haben wir dann auch mit einer Agentur zusammengearbeitet, die für uns dann auch Webseite macht und Logoentwicklung, Designentwicklung. Ja, dass wir da hinkommen, wo wir jetzt sind. Ja, man, das war jetzt auch so mein, sag mal, der erste Kontakt, wenn man dann einen Internetauftritt sieht. Wir hatten ja schon über die Karte gesprochen, aber auch dann über Instagram und was man alles heute macht. Da seid ihr ja auch optisch. Also, sticht ja schon im Positiven jetzt raus. Ne? Ja, also, das, ja. Ja, also das war jetzt wirklich jetzt keine Schleime. Ja. Ich habe halt dann, Name war ja bekannt so für mich und habe dann halt so rumgestöbert und dachte so, ey geil mit der Karte. Das war direkt so, ne, so ein Eye-Catcher, wo ich dachte, das ist ja cool. Und dann dachte ich auch, die Weine im Internet. So, man, also ich habe einfach nicht damit gerechnet. Es war nochmal wieder was Cooles, Neues. Ja, also wir sind auch sehr zufrieden mit der Agentur gewesen, mit der wir zusammengearbeitet haben. Und da kann man auch kurz unsere Freundin erwähnen, die einen Instagram-Auftritt machen. Das ist halt eben mir auch die Arbeitsteilung. Genau. Du aus dem Ding hast und er aus dem Keller. Oder manchmal kriegt man dann eine WhatsApp-Nachricht, mach mal noch mal ein paar Bilder, ich brauche noch welche für Instagram oder so. Ja, da seid ihr wirklich auch da gut aufgestellt und aufgeteilt. Ja, eigentlich schon, ja. So, jetzt Kellermeister. Ja, die alten Reben, Riesling alte Reben, unser Gutswein. Ja. Ist halt eben, sage ich mal so, ist bei uns der Einstiegsriesling. Ja. Für die Leute, jetzt waren wir gerade am Weinfest gewesen am Wochenende, für die Leute so ein bisschen an den Riesling, die sonst nicht so der Riesling-Trinker sind, ein bisschen dran zu gewöhnen. Ich sag mal, der hat so 10 Gramm Restzucker, nicht ganz trocken und halt eben auch eine angenehme Säure. Testos. Ja. Und wie gesagt, dann jetzt nochmal von den Weinbergen her, als Gutswein ist er dann aus verschiedenen Orten, von alten Anlagen und ja, da ist dieser Wein her entstanden. Sollte eigentlich am Anfang trocken werden, aber der ist dann auch nicht ganz durchgegangen und da haben wir gesagt, so bei 10 Gramm ist eigentlich auch was Schönes und steht nachher eh nur alte Reben drauf, auch wie du eben schon beim bunten B. Wir haben da bei den Gutsweinen auch keine Klassifizierung trocken, fein, herbst, süß, weil das einfach den Kunden teilweise auch nicht zu schwer machen soll. Weil viele haben gesagt, trockenen Riesling, den ausgeschenkt, die waren alle zufrieden, jetzt so am Wochenende nach Weinfest. Ja. Die trinken den auch als trockenen Riesling. Ja. Willst du gar nicht vorher wissen? Ja. Er ist ja fast trocken, aber er ist jetzt so, dass er nicht gerade ins Trockene reinfällt, aber. Also witzig jetzt für mich, wir hatten am Wochenende einen kleinen von Schweizer Weinen in so eine Karte gemacht und ein bisschen ausgeschenkt. Und da hatte ich nämlich bei der Kartenerstellung auch mit einer Winzerin gesprochen und gesagt, ja, was ist denn jetzt hier mit deinem Rosé? Ja, so und so. Dann sage ich, aber was ist denn jetzt? Trocken oder feiner? Und sag ich, ist keine Bezeichnung auf der Flasche, also machst du auch keine auf die Karte. Ja. Und ich dann erstmal so, sieht dann aus auf der Karte, alle hatten irgendwann, aber das ist so genauso passiert, wie du gerade beschrieben hast. Die Leute haben gesagt, der Rosé Feinherb da. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie viel der hatte, aber für mich hat der Feinherb geschmeckt. Ich habe einfach immer ja gesagt, ausgeschenkt und hat keinen Beschwerden. Ja. Also so haben wir mit unserem Rosé genauso. Ja. Also unser Rosé ist auch, wir haben ein Rosé und dann fragen die Leute, habt ihr einen trockenen Rosé da? Ja. Habt ihr einen halbtrockenen? Ja. Genau, ist der gleiche, aber er liegt halt eben auch in dem Bereich zwischen 10 und 11 Gramm Restzucker und für die Leute ist er halt, also schmeckt. Ja. Je nachdem, wie sie dann drauf sind, schmeckt er halt eben. Ja, vielleicht ändert sich das ja auch manchmal. Ja. Je nachdem, wie was für ein Tag hat es oder wie das Wetter ist, keine Ahnung. Aber das heißt,
jetzt hier Weinexperten, man muss das auch nicht draufschreiben. Nee, das ist nicht gesetzlich. Das ist ein Polish Rot 2 Rosé. Ja, genau. Beim Rosé ist ja auch wieder so, da steht ja auch kein Rebsort drauf. Jetzt bei unserem Cuvée steht ja auch kein Rebsort drauf. Das muss ja auch nicht draufstehen. Ja. Aber ne, macht jetzt, klar, jetzt hat man irgendwann mit diesen Videos angefangen und hat sich dann Lage und was kann man alles auf so einem Etikett schreiben, wenn man wollen würde, kannst du einen ganzen Roman drauf schreiben. Ja. Aber wenn man euch jetzt nochmal hört, macht ja eigentlich umgekehrt auch Sinn. Ja, weil der Gutswein ja auch ein einfacher Wein sein kann. Soll jetzt nicht die Kunden zu überfordern, wie wir eben gesagt haben, der Rosé. Ja, der kann feinherb, halbtrocken sein, also feinherb ist ja schon ein bisschen süßer, eher halbtrocken und auch trocken. Und dann beschwert sich eigentlich fein, ob wir jetzt sagen trocken oder halbtrocken. Und das ist halt wirklich wieder einfach. Also, ne, du hast und vor allem musst du nicht zu viel Ethik, also du musst zu viel mitschleppen. Ja. Du hast einen Rosé dabei. Ja, richtig. Ja. Also das war jetzt unser Gedanken, gerade bei den Gutsweinen. Bei den Orts- und Lagenweinen ist es ein bisschen anders. Da wollen wir halt eben schon die einzelnen Lagen so ein bisschen rausarbeiten und so, aber bei dem Gutsweinbereich, da sollte es halt eben einfach gehalten werden. Die besten Trauben zusammengeführt aus verschiedenen Parzellen und dann einen guten Wein. Weil das hat man jetzt auch schon oft bei euren Kollegen in den anderen Gesprächen gehört, jetzt sind so krass trennen, ne? Aber es gibt halt wirklich dieses, die Leute sollen Spaß haben, wird es warm draußen, wird gegrillt und dann soll man jetzt nicht großartig noch philosophieren, was jetzt da ist, sondern soll halt schmecken. Und das soll dann auch uns Weine sein. Ja. Und es gibt aber auch andere Zeiten, andere Situationen, wo man sagt, jetzt kommt mal was bisschen Komplexeres auf den Tisch. Genau, richtig. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Haben wir noch Zeit. Genau, wir haben Zeit zu reden über, genau, wir hatten eben den Keller gesprochen, dann hat es ja angedeutet, aber jetzt der andere Spruch, den ich jetzt schon oft gehört habe, guten Wein wird nicht im Keller gemacht, sondern fängt im Weinberg an. Ja, das hat er ja eben auch schon angesprochen mit der Grundlage. Ja. Klar, wir sind jetzt auch weinbergsmäßig, haben wir Steillagen, Drittenheimer Apotheke, dann haben wir, wo wir jetzt sitzen, dann genau gegenüber eine Parzelle, was so mit unser Beste ist, wurde dann auch vom Vater eher immer dann mit zwei Bogen noch gemacht, sind wir jetzt hingegangen und haben einen Flachbogen gemacht, dadurch ist es letztes Jahr auch der Ertrag wesentlich weniger gewesen, aber es ist wirklich ein richtig guter Wein geworden. Dann haben wir noch in Thron die Steillagen, da sind wir auch dann ein bisschen, wo wir den Ertrag reduzieren. Da haben wir noch einen Einzelfall, das ist dann unser Lagenwein in der Sängerei, der ist dann Feinherb. Ja, und sonst hier im Altärchen, da sind dann die Ortsweine her, also die Ortsweine sind Altärchen, steht aber Trippenheimer Riesling. Ja, drauf. Ist ja ein Ortswein. Genau. Als Ortswein, da steht dann halt nicht die Lage Altärchen dahinter. Ja. Ja, genauso ist es in Thron, da sind wir dann in der Lage Roterd, heißt das, aber da steht dann Throner Riesling oder in Piesbott haben wir noch einen Piesbotter Riesling. Ja, da muss ich dich gleich noch, weil du hast jetzt schon zweimal gesagt, ich spare mir dann auf mit diesen Gewannnamen. Ja. Da komme ich gleich nochmal auf dich zurück. Ich hatte jetzt, weil es jetzt gerade gut passt und du bist ja draußen dann, wir können drauf gucken, schaffen im Weinberg, schaffen im Wingert, das ist halt ein Knochenjob, das ist viel Schafferei. Wir haben jetzt viel gehört schon bei anderen Entblättern, dann Drahtanlage Einzelfall. Wenn du so, ich sag, ohne jetzt zu sehr dich da im Detail zu ergehen, aber die Arbeit so als Winzer, die Draußenarbeit, wie sieht so ein, grob gesagt, mal so ein Jahr, was sind so die Highlights und wo du dann auch sagst, jetzt hast du mehr als er, wo musst du richtig ran, was sind die wichtigsten Sachen so? Ja gut, das Wichtigste ist jetzt passiert in den letzten Wochen für mich, finde ich, die Sommerarbeit halt mit Aufbinden, da hatten wir letztes Jahr durch das wüchsige Jahr, also in den 21er Jahren, da hatte man ein bisschen mehr Zeitdruck, dieses Jahr war ein bisschen entspannter. Dadurch, dass wir auch so groß sind, muss man auch ganz ehrlich sagen, können wir das ja auch nicht allein machen. Da haben wir ein bisschen stramm zu zweit. Haben wir rumänische Mitarbeiter, da haben wir auch eine richtig gute Gruppe, die ich dann auch anleite, die auch den Haupthandarbeitsteil im Weinberg übernehmen. Aber natürlich immer unter meiner Anleitung und unter meiner Hand. Ja. Und ja, aber drumherum ist natürlich auch sonst viel Arbeit bei 16 Hektar und ist natürlich dann auch, ja,
Aber jetzt ist für mich dann nochmal auf dann die Frage zurückkommen, die Sommerarbeit, da haben wir dann auch schon jetzt das Entblättern gemacht. Da haben wir dieses Jahr im Gegensatz zum letztes Jahr ein bisschen nasser, haben wir beide Seiten gemacht. Dieses Jahr durch den warmen Sommer nur Schatten. Mhm. Dann machen wir es aber auch oft so, haben wir letztes Jahr dann auch gemacht. Dann nochmal vor dem Herbst, kurz vor dem Herbst. Gehen wir nochmal rein. Ja, da kommen unsere Rumänen fürs Traubenlesen ein bisschen früher, weil wir auch ein paar frühe Rebsorten mit der Hand zu lesen haben. Und dann gehen die nochmal durch die Riesling-Weinberge im Berg durch und stellen die nochmal ganz frei. Dass die im Herbst da frei hängen, wenn es dann nochmal Regen gibt, dass sie frei hängen und schnell abtrocknen. Also dann machen wir sogar, haben wir es letztes Jahr so gemacht, dass fast kein Blatt mehr in der Traubenzone kam. Komplett frei. Genau. Da kann man vielleicht dann auch die Lese nochmal eine Woche, 10 Tage rausschieben, wenn alles frei hängt. Und dazu, was er gerade gesagt hat, haben wir letztes Jahr ein sehr gutes Beispiel gehabt. Dann Weißburgunder, war mal vorlesen, auch dann nochmal ein paar Blätter weg, vorgelesen. Ja, da sind wir da durchgegangen, ja, Weißburgunder schmeckt ja gar nicht. Ja. Also die Trauben. Überhaupt kein Aroma drin gewesen, überhaupt nichts. Also hat es geschmeckt. Dazu früh. Ja. Und dann waren auch schon die vereinzelt Winzer dann Weißburgunder so am Lesen. Und dadurch, dass wir sie dann vorgelesen haben, und dann war es dann auch eine Woche sehr trocken, haben wir so nur hängen gelassen. Und dann sind wir fahren dann im Herbst, war ja der erste Herbst, wir fahren dann ab und zu mal raus, gucken und planen, was wir wann wie lesen. Und dann sind wir Weißburgunder nochmal gefahren, ja, mit dem Hintergedanken, die schmecken ja eigentlich gar nicht. Und dann, nach einer Woche, war es ganz anders. Und die eine Woche dann? Ja. Also es war wirklich nur eine Woche und die haben ganz anders geschmeckt. Da haben wir auch direkt gesagt, ja, morgen gehen wir so holen, weil es war wirklich... Dann kam wieder ein bisschen voll. Das ist wirklich für mich spannend, weil ich jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche bei einem Kollegen von euch aus Longisch gesessen habe. Da haben wir auch lang, oder er hat lang gesprochen über dieses Zeitfenster. Ja. Wann gehe ich welche Trauben lesen? Und da sieht man auch als Weintrinker oder auch dann die Kunden, die vielleicht als Gäste von weiter her kommen, das ist nicht so, dass ihr hier sitzt und sagt, so jetzt sind die Rumänen da, jetzt gehen wir, sondern das kann ja von Anlage zu Anlage unterschiedlich sein. Ja, wir fahren eigentlich jeden zweiten Tag meistens immer rausgefahren, gucken, dann halt durch die Weinberge gelaufen, Trauben probiert. Also letztes Jahr war es so, haben wir viel nach Traubengeschmack. Dadurch, dass wir ja letztes Jahr nicht die Mostgewichte hatten, gibt ja noch viele Winzerkollegen, die dann nach Mostgewicht, jetzt haben sie so, aber letztes Jahr war es auch einfach so nach Geschmack, wie gerade beim Weißburgunder erwähnt. Es war halt einfach jetzt dann der Geschmack ausschlaggebend und dann war der Punkt da, fange nochmal an, ein bisschen faul zu werden, weil sie kompakt werden und dann haben wir gesagt, dann ist es jetzt so. Wir haben uns auch mit so einem Wochenplan jetzt gemacht, wie man sich das vorstellt. Wir waren rausgefahren, haben gedacht, so die nächsten 2 Tage können wir den Weinberg holen. Und so haben wir uns dann halt eben weitergearbeitet. Und das war eigentlich ein ganz gutes System. Wir waren ziemlich flexibel, auch mit der Erntemaschine, weil wir haben unsere Weinberge fast alle vorgelesen gehabt. Und da konnte man dann halt eben auch mal 2 Tage später den nehmen oder den anderen. Deswegen sehr flexibel. Termine dann mit Vollernter, habe ich dann immer gesagt, mach einfach jeden Tag einen Termin, weil es ja bei uns auch viel zu lesen ist. Und dann rufst du mich abends an, wenn du deinen Plan machst und ich sage dir, wo wir morgen lesen. Weil ich das nicht so weiß, heute da, morgen da, übermorgen da schon. Aber ich brauche eigentlich jeden Tag einen Termin, aber wir planen das immer so. Natürlich, wenn ich dann auch rausfahre zum Lesen, habe ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, ja, da der könnte jetzt eventuell so sein, halt fällt mal oder fährt mal 5 Minuten früher los und geht mal gucken. Und das ist, ich bin immer froh, dass ich das von euch dann hier live dann erfahren darf. Aber wenn die Leute sich das angucken oder die dann mal so ein Feedback geben, die sagen meistens, ist natürlich interessiert euch für den Wein, aber die sagen auch, ich wusste ja gar nicht, dass das so naturabhängig ist. Ich dachte, die fahren da raus und dann wird das gelesen und dann, aber dass man da wirklich halt dann eine Woche, auch nachher, weil dann ist ja dann, ihr lebt ja davon, was du in die Flasche füllst. Genau. Du willst ja das Beste reinmachen. Komm, kann eine Woche sein. Ja, und deine Frage war ja auch eben, was ist für euch die wichtigste Zeit? Ja, klar, jetzt die Sommerarbeit mit dem Aufbinden und dann auch natürlich die allerwichtigste ist der Herbst, die Lesezeitpunkte. Ja.
und Farbe, sehe ich jetzt schon. Richtig, die Ortsweine werden jetzt ein bisschen kräftiger. Ich habe schon verstanden. Ja, perfekt schon. So, jetzt haben wir hier einen Droner Riesling trocken. Weißt du, was gut ist? Dass jetzt bräuchte man eigentlich die weibliche Begleiterin. Jetzt, was ist das da für eine Farbe? Ich würde so tippen, Mintgrün. Ich hätte jetzt auch gesagt. Ich hätte daheim jetzt immer im Zweifel gesagt, das ist Mintgrün. Ja, genau. Also am Stand war auch noch eine Frau jetzt am Wochenende, die hat ihr zu ihrem Mann gesagt, so sieht mein neues Kleid aus. So, ich habe die Flasche auf die Theke gestellt, habe gesagt, ich habe mir ein neues Kleid gekauft, das hat genau die Farbe. Also ich habe schon auch im privaten Farbennamen gehört. Ich hätte mal gesagt, rot, grün. Also hätte ich jetzt daheim gesagt, grün. Ja, aber zum Wesentlichen. Genau, also ist jetzt der Droner Riesling trocken. Unser erster Ortswein, den wir jetzt probieren. Halt eben schon was ganz anderes wie die alten Reben, viel kräftiger. Und der Droner ist so ein bisschen durch die Kühle, weil es so ein bisschen ins Tal Richtung Hunsrück geht. Ja. Ein bisschen würziger, ein bisschen karger, nicht so fruchtig wie die Drittenheimer. Mhm. Und jetzt auch unser Vergleich mit dem Drittenheimer vielleicht. Die ist auch eher so der bekömmlichere Riesling. Der bei den Leuten, die nicht so Riesling-affin sind, ein bisschen besser ankommt. Weil man jetzt so ganz die knackige Säure hat, ein bisschen cremiger ist. Test. Bisschen plumper gesagt, ist da der fruchtige Riesling trocken und der Drittenheimer der mineralische, wenn man plump ausdrücken will. Hat ja wirklich. So, ne, ich trinke auch gern Riesling, aber der da ist natürlich lecker, aber der hat jetzt das Saure so gar nicht. Ja. Also da war ja eben der noch ein bisschen mehr am Ich sag jetzt mal nach dem Hals. Mhm. So, aber, ja. Er hat schon so eine gewisse Cremigkeit. Also man könnte auch schon meinen, der wäre vielleicht schon ein Jahr älter. Ja, Also habt ihr nichts anderes. Ja, für 21. Weil die 21er sind oft ein bisschen im Moment ja noch ein bisschen schroffer, ein bisschen rauer, weil durch die Säure, aber. Hat der jetzt eigentlich gar nicht. Der ist eigentlich jetzt am Punkt, zum Beispiel den dritten einmal trocken. Da sagen wir auch oft zu den Leuten, den können wir noch ein bisschen liegen lassen. Klar, den hier auch. Aber der hier ist jetzt am Punkt, finde ich, besser zu trinken. Ja. Was wir da halt eben auch gemacht haben, was auch so ein bisschen die Säure am Anfang im Most wegnimmt, eine Maische Standzeit. Okay. Wir haben bei einigen Weinen das ausprobiert, auch eben bei dem Gewürztraminer, den hatten wir sogar 4 Tage auf der Maische stehen. Und dann nimmt halt eben schon so ein bisschen die Säure weg, gerade in so einem Jahr wie diesem Jahr. Haben wir da, ich glaube, der war jetzt so um die 18 Stunden auf der Maische. Ziemlich früh gelesen, dann tagsüber mit Trockeneis runtergekühlt. Und dann am nächsten Morgen angemacht. Also da merkt man, so dann schon ein bisschen die Cremigkeit ein bisschen mehr rauskommt. Mit Maischestandzeiten haben wir im letzten Jahr viel, vor allem mit den Wundersachen gearbeitet. Ein bisschen Säure abpuffern können und auch ein bisschen kalt verloren werden. Bei die 21, also ne, der spricht wieder der Laie, der immer davon profitiert, dass die Winzermeter den Dorf flüstern. Aber fand ich auch bei Mythos Mosel, wo man dann wirklich viel probieren konnte. Ich fand manchmal sogar diese 21er ein bisschen spannender, weil sie eben mal ein bisschen mehr hatten an Säure, wenn den Winzern gelungen ist, und das haben ja die meisten. Also, einen so umhauen, da trinkst du was dann sauer. Ne? Ja, also ich finde, der 21er ist für mich wieder so ein typischer Moseljahrgang, wie er vor, gut, da kann ich mich wahrscheinlich nicht dran erinnern, aber wie man vom Hören sagen kennt, wie es früher war, kühlere Jahrgänge. Und für mich auch, wir haben auch ein Kabinett, für mich auch so ein Kabinett, auch das ist typischer wieder für die Mosel. Ja. Was uns beiden noch besser gefällt, hier sind wir jetzt auch bei dem Trockenen, bei 11,5 Alkohol. Ja, guck mal, das ist nicht nichts, aber 11,5 Alkohol, ja, da gab es ja schon ist andere. Ja, vor allem in den Jahren, die 2 Jahre, die man davor kennt, was ganz anderes. Und ich bin eher der Freund, oder wir eigentlich auch, von Weinen, die gehaltvoll sind, wie der jetzt auch ist, aber trotzdem gering im Alkohol. Ja, man will ja auch mal vielleicht zweite Flasche auf. Genau. Nee, es wir hatten jetzt viel die Rede, wie du jetzt sagst, das ist ein bisschen Spruch geworden, aber so Kabinettchen geht immer. Ja, klar. Das ist auch für mich so gewesen. Am Anfang, als das anfing, da waren die Winzer, hatten dann natürlich
auch ihre Rieslinge, ihre Steillagen gezeigt und wollten auch gewisse Sachen zeigen. Und irgendwann kam mal einer in Long Beach um die Ecke und sagt, jetzt mal, ich habe zwei Kabinett. Mhm. Aber das ist ja wirklich, der hat teilweise irgendwie 10 Alkohol, 9,5 Alkohol, ja. Und trotzdem waren die ja spritzig. So. Richtig, ja. Also ich finde, Alkohol ist zwar ein Geschmacksträger, aber man kann auch Weine, die ein bisschen im Alkohol moderat sind, die hervorragend jetzt hier die auch mit der Säure eingebunden, wunderbaren. Und Wein. Du hast es eben am Anfang direkt gesagt, der hat schon andere Farbe. Obwohl der jetzt eigentlich vom Alkoholgehalt gleich ist, ja. Aber da muss halt auch, da kommt wieder mein Part, auch das Traubenmaterial, also die Trauben, die man da erntet, muss auch irgendwie stimmen, dass man das hinbekommt. Ne? Ja. Das ist ja, das wäre vielleicht, jetzt können wir mal ein bisschen einsteigen, haben wir ja gleich noch den nächsten Schritt, aber Traubenmaterial und auch die Arbeit, was man draus macht. Jetzt ist das erste Mal so ein bisschen schlecht in Trittenheim. Bei Trittenheim in der Apotheke, das ist ja eine Lage mit Weltruf. Jeder kennt das. Ihr seid, ne, als Schweizer, man muss immer neidisch gucken und sagen, also hier ist dann Tourismus, hier ist die Mosel schön. Bei uns hängt es dann an. Aber diese Apotheke, klar, aber auch das, was ihr jetzt hier auf eurer Lagenkarte ja auch zeigt, das sind dann schon top. Also die muss schaffen, aber Traubenmaterial, die Gegebenheiten sind auch schon ideal. Ja, genau. Also da muss man schon sagen, mit der Apotheke haben wir. Und was ich auch immer sage, was man hier auch schmeckt, wir haben zwei, jetzt wenn wir von den großen Lagen ausgehen, die wir haben, den Hofberg und die Apotheke, haben wir zwei Lagen, die sich auch, obwohl sie nur ein Ort auseinander ist, sehr unterscheidet in sich. Der ein oder andere Winzerkollege hat auch mal gesagt, Thron ist so ein bisschen die Saarlage der Mosel, weil so kühl ins Seitental reingeht. Und hier haben wir Südhang und da hatten wir eben schon den einen Wein in Sonnenteilen. Da ist es halt einfach wesentlich wärmer. Das ist halt was ganz anderes und ist auch das, was wir mit unserem System Gutswein, Ortswein, Lagenwein rausarbeiten wollen. Deswegen ist das für uns auch sehr passend, das System, weil wir zwei Lagen haben, die sich sehr unterscheiden und da sehr schön rausarbeiten, was jede Lage da kann. Dann ist ja, weil wir jetzt, oder ihr habt ja beide gesagt, auch aus Kellersicht oder also wenn der Wein nachher im Keller gemacht wird, dieses kühlere, jetzt im Thron. In Schweich gibt es das Obersäßer Tal oder gab es mal das Obersäßer Tal. Das ist auch so, geht wirklich in den Wald. Auf der einen Seite ist es halt Wald und da war früher Hanubringer. Da wurde irgendwann flurbereinigt und Ausgleichsfläche, das gibt es jetzt nicht mehr. Und ich will jetzt nicht zu sehr übertreiben, aber es gab schon den einen oder anderen, vielleicht lag es auch an der Uhrzeit, der hat dem schon nachgetraut. Der dann gesagt hat, ah, bei dem Klimawandel, bei der Hitze, die jetzt kommt, wir wären gar nicht so unglücklich, wenn wir in Obersäß nochmal dieses Seitental hätten und dann scheint ja ein Thron zu sein. So haben, also ja, haben wir einen Thron, ja, und so gibt es hier in Trittenheim so ein Seitental, wo wirklich früher richtig viele Dinger drin sind. Das ist, wenn man hoch Richtung Zummelt fährt, ja, und dann Zummelt Richtung Bütlicher Brück, ja, und dann geht links runter Richtung Papiermühl und da links hoch waren Weinberge. Von der Ausrichtung ist das fast auch Südlage. Aber dadurch, dass das nochmal so ein bisschen Hinterberg liegt, ist das auch kühl. Mittlerweile ist da nichts mehr. Und, aber eigentlich für Klimaerwärmung wäre da Weinbau eigentlich auch, denke ich, nochmal interessant. Verrückt. Ne? So Sachen, die, das ist ja dann, ihr kennt das ja viel besser als ich, aber das ist ja, wenn du in Schweich dann abends da hockst und hast einen dritten getrunken und dann sagst du, was ist denn jetzt mit Obersee? Jetzt soll man mal reaktivieren. Also, das ist immer so ein dummes Gespräch. Aber dann kommst du von diesem Spruch sehr schnell auf die Realität, wo es dann wirklich Winzerkollegen von euch gibt, die sagen, ja, eigentlich wäre das, ist unrealistisch jetzt, aber das wäre jetzt zu diesen Zeiten, würde mit dem dazu helfen. Ja, auf jeden Fall. Und da ist wirklich, und da waren wirklich viele Winzer da in dem Tal. Cool, also ne, verrückt, wieder jetzt alles kommt wieder, dann könnte man jetzt sagen. Und sonst eigentlich war immer so ein Spruch von früher, weil das ist ja so Hinterberg, man sieht nicht im Mosel, aber viele Winzer von früher haben gesagt, ja, ein Winger taugt ja nichts, von dem man nicht im Mosel sehen kann.
Aber das, wie gesagt, mit der Sahne, das ist ja dann, wenn die mal alle so kennt, die Namenhaften auch mal wieder davon sprechen, wie genau. Cool Climate und wie, ja. Ne, ist ja dann nichts anderes. Ja, nur genau. Ist halt, vielleicht ist das, ja, gab vielleicht auch damals mit sicherlich Gründe für die Winzer das aufzugeben und so, ja. Man muss ja nicht schlecht reden, aber schon verrückt, wenn man jetzt hier hockt, 2022 und man spricht über die kühlen Seitenlagen im Thron, ne, wo ja. Eigentlich immer hieß Sonne, muss Ausrichtung. Ja, da muss man dazu sagen, ist schon, die Sonne steht schon, ist schon Südhang, aber es gibt halt den durch den Hunsrück kommt halt kalte Luft von oben, also kühlt dadurch wieder ab. Die Sonne ist zwar da, aber kühlt ab. Und vom Boden her, wenn man im Thron, da haben wir so einen grau-bläulichen Schiefer und viel mit Quarzit durchzogen. Also wir haben im Thron nicht nur Schiefer, also das ist kein, ich sag mal, kein reiner Schiefer, das ist schon mit Quarzit durchzogen. Und hier haben wir schon so eher so einen blauen Schiefer, teilweise ein bisschen leicht rötlich wird. Also da ist auch nochmal ein Unterschied von den zwei Lagen, ja, die sehr signifikant sind. Ja, die man dann nachher in eurem Wein, der dann gemacht wird, ja, dann auch ausarbeitet. Ja. Ne? Richtig, also dann man soll schon, also Keller wird dann wirklich penibel, drohen, dritten Halb, soll schon, weil das andere können wir in den Gutswein machen, ja, okay. Aber deswegen haben wir die Ortsweine, wo es dann wirklich auch erkennbar ist. Ja, ich hatte eben noch eine kleine Weinprobe gehabt bei meinem Hauptzwei hier und dann kann man die immer ganz gut vergleichen. Der eine hat einen Peaceport Feiner probiert, einen dritten einen Feiner. Mhm. Zwei komplett unterschiedliche Weine, beide hier gesessen. Der eine hat den besser geschmeckt, der andere der. Das hat eben dann auch immer. Ja, aber gut, die Werte sind eigentlich sehr ähnlich. Ja, wenn man vom Restzuckersäure ausgeht, sind die Weine sind sich sehr ähnlich, ja. Aber das ist ja dann auch wieder. Thema zum tausendmal gesagt, aber das ist ja dann eigentlich auch das Coole daran. Du kommst, egal ob du jetzt von hier bist oder du kommst aus Hamburg hier runter, das ist ja kein Bier. Das ist ja dann mit. Ja, genau. Man will ja dann mit dir darüber reden und dann diese Überraschung, ne, dass du einfach, wenn du den da blind hinstellst, dann hast du die Werte. Ja, viele sind auch begeistert davon, dass man aus. Ja. Sagen ja, ist doch immer. Ist ja alles Riesling. Aber auch für oft sind dann, wie auch am Weinstand, Laien davon begeistert, dass der eine Riesling ja eigentlich ganz anders schmeckt. Ja. Und fragen sich wiederum, wo kommt das eigentlich her, dass der jetzt ganz anders schmeckt. Und dann, guck mal, das ist dann ein Faktor, Boden, Mikroklima und so weiter. Und dann sind ja immer noch die Leute, jeder, wer hat jetzt denn aus Longisch gesagt, was ich eben erzählt habe, du könntest ja Trauben aus dem einen und demselben Winger drei verschiedenen Winzern geben, die würden auch letztendlich drei verschiedene Weine draus machen. Ja, weil ja auch das kommt ja noch hinzu. Ne? Die Kellerflora dazukommen. Genau. Der eine macht vielleicht dann mit Reinzughäfen, der andere spontan. Ja. Die Handschrift. Aber ich finde, es soll auch eine Handschrift erkennen. Ja, sonst braucht man keinen. Also sonst könnte man alles in einen Topf. Genau. Kennen, ne? Macht mal einen Dorfwein, einen. Stell mal vor, da hätte ich ja ganz wenig Interviews. Ja. Stell dir vor, wie viele Leute dann hier hocken würden im dritten Heim. Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal kurz zu den Werten zurückzukommen, also davon lassen wir uns eigentlich überhaupt nicht leiten. Also ich jetzt im Keller gar nicht. Wir probieren die Weine so und natürlich wird dann mal auf die Werte geguckt, im Restzuckerbereich wird trocken, aber jetzt auch bei den feinen Geschmack, ob der jetzt 25 oder 30 Gramm Restzucker, das ist erstmal egal, Hauptsache es schmeckt uns. Und wie es dann mit der Säure gehandhabt wird, wir probieren dann natürlich aus, machen wir ein halbes Promille weniger oder so. Aber letztendlich gehen wir dann nur über den Geschmack und sagen, der Wein muss jedes Jahr 7 haben, 7 Säure oder 25 Gramm Restzucker, weil gerade in dem Jahr ist die Säure ganz anders schmeckbar wie zum Beispiel davor das Jahr. Also es ist wirklich was ganz anderes. Dann wird ja auch wirklich nicht mehr kein Naturprodukt mehr, dann wird halt industriell. Wenn du immer sagen würdest, wir haben gewisse Werte, die müssen wir erreichen und das machen wir jetzt so. Und, ja. Und deswegen, wie bei den hat man ja eben, der alte Reben, der war halt jetzt dann nicht trocken, der soll dann auch nicht dahin kommen, wenn er trocken gezwungen ist. Gezwungen werden quasi. Gezwungen, so. Ja, hier, wir geben noch mal Hefen dazu oder erwärmen, dass er dann trocken wird. Nee, der ist einfach dann so, wie er ist, der schmeckt uns. Und was wir dann auch nicht machen, wenn er dann auch einfach einmal schmeckt, probieren wir dann nicht einfach, probieren wir nicht nochmal 10 Mal aus, machen wir doch so, weil wir sagen einfach,
Hat uns ja geschmeckt, warum sollen wir jetzt nochmal. Also aber, jetzt sind wir ja hier so schön unter uns. Dann zieht ihr durch. Also da hockt ihr zwei da oder kommt Papa dann doch nochmal probieren? Also, ja, ja, doch. Also meistens wir zwei. Ja. Ja, also die Anfangsproben machen wir zu zweit. Aber jetzt zum Beispiel wie bei dem Cuvée, da haben wir halt eben, habe ich 10 verschiedene Proben auch gemacht. Und dann wird schon mal ein Freund oder Winzerkollege, ja, ja. Vater probiert den Keller mal oder die Freundin auch. Weil jetzt, wenn uns es schmeckt, ist ja erstmal gut, aber ja. Soll natürlich auch den anderen schmecken. Und gerade so jetzt wie buntes W, zwei junge Frauen, die mal den Wein probieren und sagen, der ist immer gut, ja, genau. Also es ist halt eben auch für einen selber, jetzt gerade beim ersten Jahr war es schon wichtig, dass viele Leute probieren. Auch Freunde, die auch aus der Materie sind. Die haben auch ehrlich dann sein. Und sagen, ja. Wir haben jetzt Anfang des Jahres hat man das gemacht, wo man dann so die ersten Weine soweit hatten, zwar noch nicht filtriert oder so, um einfach mal rauszufinden, wo wir stehen selber. Weil beim ersten Mal bist du schon sehr, also ich war ja die ersten, die zwei Monate vor der Abfüllung schon so ein bisschen nervös und habe dann die Weine nochmal im Keller probiert und habe gedacht, oh, kann man das wirklich abfüllen, ist das ein guter Wein, aber wenn man dann die ersten Rückmeldungen bekommt, dann lag aber auch die Nervosität nicht nur am Wein. Wir hatten ein bisschen andere Probleme mit Papier für die Ja, mit der Zeit, ja. Aber war dieses Jahr alles ein bisschen schwierig, deswegen. Aber es hat ja trotzdem geklappt und hat jetzt ja, auch. Ja, gut, unsere Füllung wurde ein paar Mal verschoben. Ja. Wir machen auch die Lohnabfüllung noch nebenbei, auch mit Etikettieren dabei direkt. Machen das bei uns auch. Also bei uns wird der Wein direkt gefüllt und etikettiert in einem Arbeitsgang. Ja, und dadurch ersparen wir uns viel Arbeit, das nochmal zu etikettieren, weil wir auch die Lagermöglichkeiten haben im Trockenen. Ja, deswegen haben wir dann irgendwann immer aufs Papier gebracht, weil wir den Wolken füllen und dann. Dann stehen und dann nochmal extra den Arbeitsgang wiederholen. Ja. Aber du hast was mitgebracht. Genau, jetzt was war jetzt ein bisschen so Mosel. Mäßig, jetzt wird es ein bisschen mit Restsüße, ist ein dritten, ein feiner. Ja, da steht drauf. Da steht feiner drauf, genau. Beim Toner vorher stand auch drauf. Oh, ja. Absolut richtig. Ja, bei der Ortswein steht es. Ab Ortswein steht drauf. Sollte besser zu. Ja. Aber bei den, jetzt hier bei dem dritten, ein feiner, ich finde, hier riecht man schön den Sponti. Ja. Und ist für mich so ein ganz moseltypischer Wein, wo man dann auch abends einfach aufmacht mit ein bisschen Restsüße. Also der hat jetzt so eine knackige Säure, ja. Der hat noch ein bisschen Biss. Ja, das ist doch geil. Ja. Braucht vielleicht noch jetzt 2-3 Minuten im Glas, weil noch ein bisschen Schwefel hat, aber ich finde halt eben einfach ein moseltypischer Wein. Ja, und dann, also mir, also ist nicht wichtig, ob mir das gefällt, aber ich finde es halt jetzt irgendwie bei heute mit euch jetzt interessant, dass ich ja wirklich, wir sind ja nicht am Ende, aber wir sind ja jetzt schon auf einer sehr breiten Bandbreite, ist ja wirklich viel, obwohl ihr ja euch konzentriert und ist ja wirklich sehr unterschiedlich, aber positiv. Ja, dann merkt man jetzt, ist ja obwohl hier jetzt Feinherb dahinter steht, aber wir haben ja auch den trockenen Trittenheimer Riesling, aber da ist der Stil ähnlich stehen. Ja. Wenn du jetzt das vergleichst mit dem, den wir davor haben, trocken, Thron ist wirklich schon ganz anders, wie die dritten. Komplett, weil du gesagt hast, riecht ja schon ganz anders. Und anders. Ja. Obwohl auch der Thron hat natürlich spontan vergoren, aber hier kommt nochmal die spontane Note. Bei dem Wein war ich auch im Keller. Der war ziemlich schnell am Gären und auch, ich habe den kurz gekühlt, aber der war halt eben schon sehr schnell da, wo ich ihn haben wollte. Und der hat sich so, die spontane Note sollte zu extrem sein, aber bei dem Wein war ich mir so sicher, das ist ein Wein, den man direkt so abfüllen, da muss man nicht mehr viel machen. Hat dann gesagt, der ist gut. Ja. Genau. Da waren wir uns auch einig. Ja. Der haben wir dann, war ich das erste Mal vor Weihnachten hier hochgeholt, zusammen mal probiert, jeder hat gesagt, ja, so. Da machen wir nichts mehr dran. Aber das ist ja, also, stell mir das jetzt vor, das hört sich ja vielleicht ein bisschen so ideal an. Aber dann hockt er kommt und sagt, ey, probier mit dem. Ja, aber auch oft kommt er und
sagt mir auch nicht, was das sein soll. Ja, das ist klar. Dass man mit voreingenommen ist. Ja. Klar, wenn wir jetzt so buntes B am Anfang, dann machen wir 10 Proben, dann hat er anteilsmäßig davon mehr, aber das weiß ich dann auch nicht. Dann sind wir dann, vielleicht kommt auch noch jemand mit dazu, wo man dann einfach sagt, komm, wir probieren mal heute Abend. Kommt dann noch jemand und dann weiß er zwar, was drin ist, aber ich bin auch immer ein Freund davon, wenn man dann mit voreingenommen probiert. Man weiß jetzt, wenn man zurückkommt auf Runde B, da sind jetzt 10% Gewürztraminer drin, sind da 15%. Nee, einfach, was schmeckt am besten? Dann hockst du da und du weißt es und die sitzen da, ne? Ja, nicht immer. Manchmal muss man dann auch nochmal gucken, ah, wer war jetzt nach 4-5 Gläsern. Nach vielen Proben dann. Man muss viel probieren, dann sonst weiß ja nicht. Und immer dann am Anfang direkt mitschreiben, weil sonst. Das ist schnell verloren. Ja. Wo wir dann eben bei Arbeitsschritten im Weinberg waren, ist das auch dann ein großer Arbeitsschritt im Keller für uns, die Proben. Ja, ist aufwendig, also auch aufwendig, anders, aber auch. Ich weiß es nicht, also wir werden dieses Jahr auch viel probieren, aber ich glaube, wir haben dieses Jahr schon, also bei dem 21 jetzt schon sehr viel probiert. So vorher jetzt im Keller nicht gemacht habe, weil halt eben auch einfach für mich jetzt ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen, auch vielen anderen zu probieren zu geben. Weil erstmal in Eigenverantwortung alles so gemacht, da ist man sich halt eben schon unsicher. Und dann denkt man, also ich hatte einen Wein gehabt, da war ich mir wirklich überhaupt nicht sicher und habe den anderen, waren 4, 5, die ihn probiert haben, haben durchweg positiv. Ich habe da irgendwie einen Fehler geschminkt, der überhaupt nicht da war. Ja, also Kopfball, genau. Ja. Und deswegen dieses unvoreingenommen probieren. Weil er dir vorher gesagt hat, oh Scheiße, das ist doch das und das schmeckst du dann nicht. Dann hättest du vielleicht noch gesagt, ja, doch. Ich weiß, also ich bin ja zwar von außen drüber, aber ich weiß schon, was wo im Keller liegt. Und wenn der mir sagt, das ist doch der Tank, der da liegt, der, wo er dann vielleicht schon dreimal im Keller probiert hat und gesagt hat, der hat irgendwas und bringt mir den dann, sage ich mal, einfach mal abends und sage, hier, probier den noch, weil das ist der Tank, da ist doch, da sage ich, lieber dann einfach bringen und nichts sagen und danach vielleicht auflösen, was das ist. Ja, aber nachdem du dir deine Meinung gebildet hast. Ja, genau. Ja, aber echt, noch nie Wein gemacht, aber wenn du jetzt überlegst, egal um welchen Berufszweig du unterwegs bist, also ich kann mir Sachen gut vorstellen, euch beiden, aber wenn du da unten stehst und hast dann ja ein Stück mehr Verantwortung mit der Arbeitsteilung, ich will mich eigentlich nicht so reinversetzen, da geht einfach schon Muffe, ey, wenn du dann denkst, scheiße, ist das da jetzt wirklich... Ja, ist halt eben, gut, ich glaube nicht, dass mein Bruder mir dann Weihnachten gesagt hat, ja, was hast du da für eine Scheiße gebaut? Das wäre auch krass gewesen. Ja, also... An Heiligabend. Ja. Nee, so wäre es dann nicht gewesen, nee, aber ist halt eben auch ein bisschen Verantwortung, aber ich sag mal, wenn die Trauben passend in den Kälte kommen und man sauber arbeitet und alles bei Zeit macht, sollte man auch ein gutes Produkt hinbekommen. Ob das jetzt natürlich in die Richtung nach ganz oben geht oder ein guter Trinkwein ist, ist immer noch ein Unterschied, aber je nachdem, wo man hin möchte, auch bei den Ortsweinen jetzt auch ein bisschen den Ertrag reduziert, bei Lagenwein noch mehr, denke ich, wenn man auch eine gute Kellertechnik hat, hat man da schon ordentliche Weine hinbekommt. Da sehe ich aber auch wiederum einen großen Vorteil bei uns. Da wir sehr groß sind, können wir uns natürlich auch immer so ein bisschen was aussuchen. Also von Trauben her, was jetzt am besten ist, klar, haben wir immer schon so ein bisschen einen Plan. Also wir haben vor dem Herbst einen Plan gemacht. Wir kennen ja unsere Weinberge schon quasi, weil wir ja schon vorher drin gearbeitet haben. Wir sind ja jetzt in 21 das erste Mal in den Wingern drin und das erste Mal deinen Trauben lesen. Also wir haben unsere Weinliste quasi gemacht, was wir machen wollen, und dann einen Plan gemacht, so viel brauchen wir so litermäßig, und dann aus dem Weinberg sollte das kommen, aus dem sollte das kommen. Und das war ja dann auch schon vorher meine Arbeit, darauf hinzuarbeiten, dass man das auch erreichen kann. Das, was du dir als Plan bei dem brauchst. Ja, genau. Zum Beispiel hier so Trittenhain in den Sonnenteil, sollte restsüß werden, hat dann nachher auch so ein bisschen Protritis-Noten bekommen. Da war auch dann einen, den wir nicht vorgelesen haben, für restsüß ein bisschen Protritis-Noten. Ja. Da haben wir halt schon so einen Plan geschrieben. Und
was ich dann auch noch sagen wollte, wir haben halt eine große Auswahl. Wir experimentieren dann auch ein bisschen. Kann auch sein, dass wir dann sagen, wir machen jetzt mal zwei Tanks, die wir vorsehen für Trittnein Feinherb, machen da draußen Cuvée. Können trotzdem immer noch der Trittnein sein, ja, aus zwei verschiedenen Weinbergen, oder wir entscheiden uns einfach nur für einen. Aber das ist so, also ich stelle mir das immer vor, aber dann stehst, dann machst du das so, sagst du mal zwei Tanks, mal wissen dann nicht genau, mal probieren. Und kann aber dann auch, aber auch passieren, dass ihr gemeinsam entscheidet, nee, weißt du was, Tank Nummer 1, den ist. Ja. Also wir haben jetzt hier auch bei den Feinherben, haben gesagt, hier aus dem Altärchen oben, wo der Jungfriedhof ist, da wollen wir den Feinherben machen, aber sagen wir hatten dann im Keller drei Tanks, die Feinherben sind aus Trittenheim, waren aber auch der geworden. Ist dann vielleicht auch ein bisschen Zufall, aber da kann man halt eben auch noch ein bisschen im Keller sich die Sachen zurechtlegen, sag ich mal. Wenn man kann ja auch passieren, dass einem nicht durchkehrt oder so. Ja, wenn man da nochmal ein spontan. Ja, genau. Da habe ich jetzt, da waren Riolen, wo ich die Grabkerzen noch stehen gesehen habe, um punktuell nochmal zu erhitzen. Ich hatte das vorher mal irgendwo gelesen, hatte das aber irgendwie schon verdrängt und war dann mit dem Kollegen von euch im Keller. Und dann habe ich, ja, Spülgeschirr immer noch. Und dann habe ich, im ersten Moment, Grabkerzen, eine ganze Nische voll Grabkerzen. Was machst du denn damit? Und dann ist mir wieder eingefallen, ja, also punktuell dann nochmal, mehr dann aber auch nicht. Ja. Und wenn dann, das ist ja auch für die Leute, die sich das angucken, aber auch, da brauchst du nur irgendwie mit ein paar Bekannten zu reden, dann muss man halt, und das ist auch, da bewundere ich dann wirklich euch, Winzer generell, wenn du davon lebst, wenn das ein Hobby ist, da irgendwann sagst, nee, den ist jetzt fertig. Den ist jetzt. Ja. Den, genau. Weißt du, ich so als Typ von mir, ich würde immer denken, komm, irgendwas muss man machen. Aber vielleicht ist es manchmal gut, nichts zu machen. Ja. Ja. Also natürlich, da unser Motto wieder. Ja, ja. Eben, stimmt. Hast ja recht. Irgendwann muss man ja auch mal den Punkt finden, wo man sagt, das ist jetzt gut, der Wein soll so sein. Aber ich kann die Leute, ich kann die Kellermeister, die Winzer verstehen, die irgendwie, weißt du willst das ja auch beim Lagenwein, dann willst du das richtig Allergeilste machen, ja, aber irgendwann ergehst du dich vielleicht oder verzettelst dich. Ne? Du willst noch und dann ist es irgendwann zu spät. Oder auch ein großer Vorteil von uns, wenn wir zu zweit sind, er kann mich ja auch immer dann fragen zu den Weinen, was wir ja schon jetzt ein paar Mal gesagt haben. Er kommt zu mir und fragt mich zu den Weinen. Wenn du jetzt allein als Winzer da stehst, ja, also mit der schlecht ist, aber es bringt ja einen Vorteil für uns. Ey, wir sind beide der Familie, ihr seid in einem Betrieb. Ja, wir sind beide vom Fach, wir können offen miteinander reden. Es ist klar, wir haben auch Freunde, die mitprobieren, die dann auch offen reden, aber es gibt natürlich auch immer welche, die sagen, ja, der ist gut. Ja, ja, damit kannst du auch dann gerade nichts anfangen. Ne? Guck mal, dann, weil er jetzt noch hier einen Schluck nachgeschenkt hat, dann können wir, das passt jetzt so schön. Hört sich alles gut an, aber kommt, gab doch schon mal Streit. Oder gibt es wirklich noch keinen Streit? Bis jetzt noch nicht so richtig, ne? Ne? Also ich kann ja, gut, ist ja im ersten Jahrgang, ne? Warten wir mal ab. Ja, genau. Aber so, also, am Ende Streit, aber ihr seid ehrlich miteinander. Ne? Ihr sagt dann schon, wenn du sagst, ne, also komm denn da, der ist noch nicht so weit. Das ist natürlich mal so eine Kleinigkeit, wo wir haben ja jetzt 6-7 Jahre quasi auch im Keller allein oder auch mit dem Vater. Hm. Eher alleine oder mit dem Opa gearbeitet und da hat man halt eben auch schon so ein bisschen seine Techniken. Wenn der andere das anders gemacht hat, dann denkt man da, ja komm, dann machen wir es so. Aber wenn vielleicht, macht der jetzt da. Ja. Aber es sind dann halt wirklich Kleinigkeiten. Ja, aber jetzt ist es so gut. Also, so richtig Streit hat man noch nicht. Also, dann muss man echt sagen, da. Also es ist vielleicht auch ein Vorteil, dass man sich nicht jeden Tag sieht. Ja, vielleicht ist das wirklich, wenn der eine ist auf seinem Traktor, der ist im Ringland und der andere hat seine Ruhe da unten im Keller und macht seine Arbeit. Oder so. Also wir sehen uns jetzt auch nicht zusammen wohnen, aber dass man sich einfach nicht jeden Tag sieht und das ist auch gut. Genau. Nee, es ist auch nicht so, dass wir uns jetzt jeden Tag sehen. Kann auch mal sein, dass wir eine ganze Woche auch nicht uns sehen und nicht telefonieren. Jeden geht aber auf seine Arbeit nach und weiß, ob er zu tun hat. Ja, aber jeder kann sich auf den anderen verlassen, dass der im Wingert halt ist. Ja. Wäre es schlimm, wenn du hier im Keller hocken würdest und machst du ein Büro und er ist auf Mallorca oder so. Nur geht natürlich auch. Aber ist klar, ja, das weiß man dann auch. Das wissen dann. Ja, aber wir haben zum Beispiel
über Apple haben wir auch Kalender, wo halt so Termine eingetragen sind, die dann jetzt wie mit dem Weinstein am Wochenende oder wenn meine Freundin und ich fahren dann in Urlaub, das steht auch dann auch in dem Kalender, dass vielleicht, wenn auch Weinproben angefragt werden, er nicht auch nicht kann, dass man dann kein Weinproben annehmen kann. Ne? Dass man dann einfach weiß, das geht jetzt nicht. Ja. Also da sind wir schon so, klappt bis jetzt eigentlich. Ja, ich finde, das ist ein Holztisch. Ne? Ja. Das ist ein Holztisch, dann kann man auch Holz klopfen. Ey, das wird weit. Also, immer wird immer irgendwann mal, egal ob bei Verwandtschaft oder nicht. Nee, ich glaube, der Konfliktvater so nicht schlimmer wie. Ja, das glaube ich euch. Siehst du, das wäre jetzt noch hier, bevor wir jetzt hier weitermachen, da habt ihr nämlich auch hier geschrieben: Moment, eine Mischung aus Tradition und Innovation. Ich weiß, man kann jetzt über Technik reden, aber mach mal ein bisschen, wie ist das denn mit dem Papa und mit dem Opa? War das eure Lehrmeister oder habt ihr irgendwann gesagt, weißt du was? Da darf man jetzt ganz anders, ist gut, dass wir jetzt zu zweit sind. Ja, natürlich hat man viel gelernt, aber es gibt halt eben auch Sachen, die man ein bisschen anders macht. Mal Innovationen, vielleicht jetzt in dem Keller, aber Innovationen, neue Etiketten, neuer Internetauftritt, sowas als dann Innovation zu sehen. Und natürlich holt man sich gerne die Meinung rein, aber es gibt halt eben auch Sachen, da hat er auch in einem anderen Betrieb gelernt, wenn man anders kennengelernt hat. Ich sag mal so, wenn man 30 Jahre immer das Gleiche gemacht hat, vielleicht ist es auch mal gut, ein bisschen was aufzubrechen. Obwohl wir eigentlich auch, dadurch, dass wir zwei Betriebe von mütterlicherseits und väterlicherseits zusammengeführt haben und es da vorher ein bisschen Streitigkeiten gab, eigentlich jetzt auch einen klaren Schnitt gemacht haben. In unserem Weingut stehen wir zwei als Winzer da. Also der Schnitt ist eigentlich relativ ist klar. Ja. Und also muss man schon sagen. Das fällt natürlich auch auf, aber das finde ich immer so, ich hatte jetzt oft auch, ist ja oft zum Glück noch so, dass die Kinder machen weiter und sind auch Familienweingüter, aber es gab so den ein oder andere Interviewgespräch, ne, wo du dann noch gemerkt hast, so die Tochter hat dann umgekehrt, Anna Etikett. Also, dann wurde ein Opa dann mal gesagt, wenn spontan von, haben wir früher gemacht, wird ja nichts mehr spontan vergoren, dafür haben wir doch die Reinzuchthäfen. Ne? Und du siehst aber so manches Altes kommt wieder. Ja, klar. Und auf der anderen Seite, Internet und der ganze Kram, kommt was Neues dazu, was die Generation vor uns, da gab es halt allein. Ja, genau. Und da gehen wir eben auch ein bisschen andere Wege, jetzt auch vielleicht mal mit dem Lukashof von früher zu vergleichen. Wir haben da jetzt auch keine Weinmessen in dem Sinn gemacht. Da wollten wir jetzt, also starten wir jetzt auch, wir machen dieses Jahr 4 Weinmessen, um auch vielleicht jetzt ein bisschen in den Handel reinzukommen, was vorher auch kein Thema war, einfach um sich ein bisschen breiter aufzustellen. Auch jetzt im Online-Shop. Ja, gab es vorher auch nicht. Ja. Keine Weingüter. Ja, und da wollen wir halt ein bisschen moderner auftreten. Es gibt natürlich auch weniger die klassischen Kunden von früher. Bei 20 Flaschen oder 20 Flaschen. Oder Vater oder bei Auto voll gemacht. Auto voll gemacht und heimgefahren, die gibt es einfach nicht mehr. Ja. Weil die Leute einfach anders drauf sind. Das, deswegen auch mit Online-Shop und sowas. Und auch Instagram hatten wir auch schon angesprochen. Da sind wir ja auch, denke ich, sehr gut vertreten. Ja. Das sind auch Wege, die wir denken, die man gehen muss. Hm. Um den sonst, wie will der Kunde in Hamburg, Berlin oder woher auch immer kommen? Das mitkriegen oder so ein bisschen an uns kommen oder auch so weit, was wir jetzt hier heute noch. Ja. Also, da muss einfach sein, aus unserer Sicht. Wird immer schneller, ne? Na, echt? Ich meinte jetzt gar nicht mit dem Wein, sondern hier eben was länger da hinten. Achso, also, ja, der hat noch mehr Auswahl schon. Also, gesagt, dann muss er mal gucken. Genau. Und hier, der ist gut zu erkennen, das ist jetzt unser erster Wagenwein, den wir probieren. Da ist auch ein Korken drauf. Da ist ein Korken ganz drauf, genau. Professionell erkannt. Ja, also ich sag mal, ist jetzt Trunner Hofberg in der Sängerei für ein Jahr. In der Sängerei. Genau, und da ist eigentlich war unser Opa sein Lieblingsweinberg. Deswegen ist er noch einzelfahren, der wird auch nicht umgebaut. Der bleibt. Für uns beide
diesen Jahrgang eigentlich unser Lieblingswein, sag ich mal so. Also das, was am besten aussagt, was es werden sollte. So, so würde ich es mal beschreiben. Ja. Auch jetzt also von der Farbe, noch ein Tick goldgelber, ja. War auch viel weniger Ertrag noch drin, auch durch den Einzelfall und viel konzentrierter. Ja. Riesling. Riesling, ja. Sie sehen, das sehen Sie immer sauklug aus in den Interviews, wenn ihr das so hinstellt und ich das lesen kann, weißt du? Ja, dafür haben wir vorne und Rücken gelegt. Ja, ja. Dann können die das von vorne. Ja, und ich kann dann sagen, oh, der hat aber nicht so viel Alkohol, oder? Ich würde mal sagen, so um die 10. Ja, genau. Also Trohner Hofberg. Ja, genau. In der Sängerei des. Ist das doch Tro? Mhm. Ja, oh, ja, genau. Krass erzählt, ja. Genau. Trohner genau. Nochmal ein bisschen deutlicher. Mhm. Dann ist halt auch so unser gut 2-3-2-Lagenwein-Prinzip. Und da gehen wir im Lagenwein nochmal ein bisschen spezifischer, wie auf unserer Internetseite, in dieser Grafik mit der alten Lagenkarte. Da ist dann auch in der Sängerei und dann haben wir noch den dritten Heimwein in den Sonnenteilen auch genau da ausgezeichnet. Und dann sind immer so die zwei in der Sängerei Hofberg und in den Sonnenteilen Trittenheim für uns so die Kernstücke des Bergs. Und ja, da sind die zwei besten Weine von uns. Also im restsüßen Bereich aus den Parzellen. Ja. Aber ist jetzt, also, aber das war ja auch eines unserer Anfangsthemen bei dem ganzen Videokram. Der Trohner Hofberg. Und im Trohner Hofberg ist das Gewann in der Sängerei. Genau. Und das ist eure Parzelle oder eure Parzellen. Also, es ist eine Parzelle, aber natürlich gibt es auch noch Nachbarn, die da auch noch. Ja, aber ihr drin. Habt in der Sängerei habt ihr Menge. Genau. Und was da drin ist, ist nur. Genau, aus der Sängerei. Das ist quasi so ein Einzellagen-Ding. Ja, genau. Also, man sieht ja bei den alten Lagenkarten, sieht man ja noch immer so die alten Gewanne, wie sie sich da ein bisschen. Genau, ja. Sieht man halt, ja. Und ich finde halt eben ganz spannend, auch. In der Sängerei finde ich halt eben auch vom Namen. Es klingt super. Super schön. Ja. Ist auch super geil, wenn man sagt. Ja, man kann geil fahren. Man soll das sagen. Es haben schon Leute, die doppelt so alt waren wie wir in den Interviews, sagt geiler Stoff. Seitdem sage ich das einfach so. Man darf hier wirklich sagen, dass hier ist geil. Ja, das ist wirklich. Das ist sowohl von der Kellerseite als auch von der Seite im Weinberg ist spannend, weil das war ja immer so mein Ding, als ich die alte Lagenkarte zum ersten Mal gesehen habe, war schon krass. Ja, stimmt, da hat dann Roman Iwanischanski natürlich das sehr stark auch promotet und hat da viel recherchiert und gemacht. Und dann habe ich mich immer gefragt und ich habe auch eure Kollegen gefragt, so, ja, Schweizer Annaberg, da gibt es ja in der Chronik auch und auch noch im Lagenkataster genau das gleiche wie jetzt hier mit in der Sängerei. Ja. Warum macht man jetzt in der Sängerei? Warum macht man nicht Trohner Hofberg? Warum die Sängerei? Was ist der Grund für euch zu sagen, wir schreiben das da drauf und wir holen die Trauben nur da raus? Ist der Boden so geil? Sind die Trauben so... Was ist, warum? Ja, wie gesagt, in der Sängerei ist Einzelfall. Das ist... da sind wir dann wieder weiter vorne im Berg, Richtung Mosel. Da haben wir dann wieder ein bisschen weniger dieses... Kühle von hinten und da wird es wieder ein bisschen opulenter und breiter. Zum Beispiel haben wir ein großes Gewächshaus Thron, das liegt ein bisschen weiter hinten und das eignet sich eher für den trockenen, großes Gewächs, ein bisschen kühler, ja. Dann auch wieder nachher mit dem Alkohol, da haben wir dann nachher ein großes Gewächs, was relativ wenig Alkohol hat und deswegen gehen wir dann vorne in der Sängerei, das ist wirklich halt das Kernstück, also das ist für uns das Beste. Ja. Genauso wie bei dem Trittenheimer in den Sonnenteilen. Das ist der Name Programm. So ja, genau. Da ist der Name Programm. Und da ist für uns restsüß, da muss der restsüße Wein herkommen, weil da das Beste ist. Das ist sehr wahrscheinlich. Und die zwei sind aus beiden Lagen auch jeweils die steilsten Parzellen. Ja, das ist jetzt, was ich genau dazu was ich sagen wollte, ist, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so mein Ding, wo ich mich irgendwie dran aufhänge. Vielleicht ist das auch übertrieben, aber ich finde das ja als
jetzt kenne ich irgendwie ein bisschen zumindest Wein hier bei uns in der Ecke. Mhm. Aber ich stelle mir immer so vor, du kommst aus Hamburg hier hin und dann hockst du hier und trinkst den Wein und dann, oder man fährt mit euch nach Hause und sagst genau hier. Genau und nur hier gibt es das. Erdener Prälat, kennt ja jeder. Ne? Oder einfach sagst, nur hier gibt es das, dann ist ja einfach ein Unikat. Genau. Gibt es jetzt in Schweich. Ihr sitzt und ich sag, da ist unser Weinberg, der Wein kommt genau aus dem Weinberg. Es ist halt eben auch schön zu sagen, dass man genau weiß, der Wein kommt wirklich daher. Ja. Viele Leute fragen auch, wenn man dann mal hier unten oder so steht und da sind dann Kunden da, die Wein abholen oder Wein mitnehmen wollen. Die fragen ja, wo habt ihr denn die Weinberge? Dann kann ich auch manchmal genau sagen, da und da, weil jetzt zum Beispiel hier in Sonntal, das ist genau gegenüber, das dann genau daneben ist so ein Wasserlauf. Dann kann man den Leuten immer sagen, genau rechts neben diesem Wasserlauf, da ist der Weinberg. Ist das Marketing ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich sage jetzt einfach mal, die Qualität, darüber brauchen wir nicht zu reden, das ist top. Und die da drumherum, aber gibt es Leute, die sagen, ich will sowas? Also ich will sowas Besonderes, so einzeln, oder ist das auch eher so für euch, dass ihr sagt, wir wollen zeigen, das ist unser Filetstück, oder ist das eher so am Markt orientiert, die Leute wollen immer jetzt was Besonderes? Jetzt waren Leute am Einstand, die haben dann am ersten Abend, freitagsabends, haben die in der Sängerei getrunken, das hat denen so gut geschmeckt, da haben sie nur ein Glas davon getrunken, dann kamen dann am nächsten Tag, der hat uns das so gut geschmeckt, wir möchten den in der Sängerei. Die haben nicht gesagt, den kriegst du in der Sängerei. Aber hat er eben auch gesagt, klingt doch schön. Ja, klingt schön, hat was. Aber das auch in den Sonntagen, jetzt von Drittenheim, klingt einfach auch schön. Ich finde, also wie gesagt, ich hänge mich ein bisschen daran auf, aber ich finde das ist irgendwie so cool. Alle machen so Wein, alle machen so Moselwein und jeder macht seine Arbeit und macht seine Arbeit gut. Aber jeder hat ja dann aus der Historie, aus der Familie heraus gewisse Dinge. Ne? Und wenn du dann so ein Filetstück da hast, ne, und du da hast dann die Qualität, ne, die du dann nachher im Keller dann verarbeitest, also das ist doch das, was so Mosel ausmacht. Das kannst du dann halt eben nicht in, also gibt auch, aber das ist halt dann so Mosel. Ne? Also Einzelfall im Hang. Genau. So. Das kann uns keiner nachmachen. Das stimmt. Aber ich trage so ein bisschen die Restsüße und trotzdem der Wein saftig, der wird nicht zu breit, der hat immer noch eine Säurestruktur da. Das ist nicht, wo du so sagst, boah, süß. Ja. Eis, Dessert. Ja, und weil das hier jetzt auch noch hier beim Thron, es ist auch noch der älteste Weinberg im Thron, im Hofberg. Und auch auf der alten Lagen Klassifizierung mit auch das Beste. Deswegen. Die alte Lagenklassifizierung sagt ja auch schon mal aus. Und es ist ja nicht so, dass man deswegen auch mit der Tradition und Moderne, die alte Lagenklassifizierung hat ja auch ihre Berechtigung. Ne? Ja, die Steuerabgaben, die damals gezahlt werden mussten, die sollten natürlich immer auch, je besser, desto mehr. Ne? Also Preußen, die waren aber schon sehr korrekt. Aber ich sag mal, ist jetzt wieder ein bisschen Geschwätz, aber der Kern driftet ja. Du siehst das ja bei, das wissen ja alle, das ist ja auch gut, dass er das macht, dass das bei Van Volzen halt sehr breit auch ausgearbeitet wird und dass er damit auch sehr offen umgeht und sagt, im Adlern wurde das für so und so viel Goldmark oder Reismark verkauft und er rekultiviert diese Lagen wieder. Und da sind wir ja eigentlich auch bei dem Thema, ihr zeigt das ja, dass diese Weine eine jahrhundertlange oder diese Lagen eine jahrhundertlange Geschichte haben, aber das ist halt doch Arbeit. Sowas zu erhalten, kostet Zeit, Nerven und auch Geld. Ja, betriebswirtschaftlich gesehen sind dann nicht die ist das vielleicht nicht immer lohnenswert, aber es macht halt auch Spaß, die Arbeit, wenn man nachher so ein Produkt hat. Ja. Aber wie gesagt, betriebswirtschaftlich gesehen da sind wir auch neu angefangen, haben wir da auch einen Preissprung gemacht. Vor allem in den Lagenweinen. Ja. Da war jetzt dann auch nicht so ganz einfach, weil wir von unserem Vater Kundenstamm übernommen haben. Ja, wenn die sagen dann nur. Ja, und da musste man halt auch so einen Weg finden. Deswegen war es uns auch wichtig, gerade so in der Sängerei rauszuarbeiten, um den Kunden zu zeigen, der Preissprung macht schon, ist schon berechtigt. Und sind auch wieder da in den Lagen auf Korken zurückgegangen, um das Ganze ein bisschen
Also, wenn man den Wein trinkt, braucht man eigentlich schon zu erklären, dass der Wein ein bisschen teurer sein muss wie der andere. Aber wertig, also das einfach. Genau. Also das ist halt, aber deswegen, irgendwie schließt sich jetzt, also für mich schließt sich jetzt der Kreis zu dem ersten, dass man einfach sagt, mach den Grill an, Kollegen kommen vorbei, schmeiß Fleisch drauf, geiler Blick, Weinberge, mach den, wie heißt das, Regenbogenbeet oder Bundesbeet, mach ihn einfach auf und jetzt trinken wir erstmal einen. Und wenn man dann wenn du dann ein paar Würstchen und was gegessen hast und du komm mal mit rein, hol mal noch einen, dann kommt dann sowas. Aber dann, genau, richtig. Eben, also. Das sollte das so ein bisschen dann abdecken und für jeden mal dabei, aber wenn man dann abends noch so eine Flasche rausholen kann, ist dann nochmal. Ja, davon. Ja, also, ich finde, also irgendwie. Da kann ich dir zumindest mal sagen, macht auf jeden Fall Sinn. Das ist also nicht ganz sagen. Ja, dann holen wir den nächsten, oder du hast den nächsten geholt. Genau, das ist jetzt unser Kabinett, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben. Kabi geht immer. Okay. Jetzt zum Abschluss finde ich eigentlich perfekten Wein. Dieses Jahr war halt eben ein typisches Mosel-Kabinettjahr. Die Alkoholgehalte gering. Der hat jetzt 8,5 Alkohol angestoßen. Ja, nee, die haben noch mal angestoßen. Ja, so, wo machen wir das jetzt? Ja, also hinten raus, so beim letzten. Ne? 8,5. 8,5. Fahrer. Richtig. Einer der ersten Trauben, die wir gelesen haben. Also Riesling, ja. Also vom Riesling. Ach so. So. Er hat recht. Das ist Mosel. Oh. Oh, also bei uns auf der Internetseite, wir haben ja so kleine Weinbeschreibungen im Online-Shop. Und bei dem steht einfach nur 100% Mosel. Ja. Jetzt sag auch ich, der ganz viel Ahnung hat. Ja, aber das ist aber, wie du ja gerade vorhast, wie die Trauben auch halt ein 21er waren, das ist die Säure, ist da, aber es ist jetzt halt dir gelungen, das so zu machen, dass du jetzt nicht erschlagen wirst und sagst, oh. Ja, der hat mich eingesäuert. Ja, aber angenehm. Genau. Und wenn man halt eben die Säure im Vergleich zu den anderen oder zu den Jahren davor vergleicht, die Werte sind zwar ein Tick höher, aber es stimmt, die Säure ist besser eingebunden wie in den Jahren zuvor. Aber der Vorteil der Säure dann im 21er natürlich auch ist, dann macht die Weine auch ein bisschen lagerfähig. Ja. Wo wir ja auch bei unseren Lagenweinen auch so ein bisschen drauf aus sind, wieder Weine zu produzieren, die ein bisschen lagerfähig sind. Klar, die Leute wollen immer wissen, die Leute wollen mittlerweile immer mehr frische Weine, aber wir wollen vielleicht auch sagen, dass man den Wein jetzt trinken kann, zum Beispiel in der Sängerei, aber ich gebe dem auch locker noch 10 Jahre, wo man den weglegen kann. Kabi auch, kannst du 3, 4, 5 Jahre. Ich habe hier hingeschrieben, Tiefe, weil ich mich das eben nämlich gefragt habe, ist das auch so, ist euer erster Jahrgang, wollt ihr was zurücklegen, wollt ihr so ein bisschen Tiefe aufbauen? Oder? Ja, also beim ersten Jahrgang, glaube ich, legen wir mal. Legt er mal. Nee, aber auch zum Verkauf oder eher privat so für euch? Also, weil wir jetzt vielleicht die nächsten Jahre angehen werden, weil wir dieses Jahr nicht gemacht haben, weil wir halt eben einfach Wein zum Verkaufen haben wollten. Klar. Dass wir so ein GG vielleicht erst, also jetzt, wir füllen das dritte Mal GG, füllen wir in 2 Wochen ab. Dass man so einen Wein dann abfüllt, aber vielleicht erst ein Jahr später in den Verkauf bringt. Und dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Weil man halt eben auch die Kunden zeigen will, was man hat. Ja, klar. Man muss ja mal anfangen. Genau, und das entwickelt sich vielleicht erst über die nächsten 3, 4, 5 Jahre, da eine gewisse Tiefe aufzubauen. Wir werden auch, denke ich, also ist jetzt nicht mein Plan, dass wir die Weinpreisliste jedes Jahr, wenn wir jetzt noch Wein haben von 21, da 21, 22, 23 hinzuschreiben, sondern die Weinkarte so ein bisschen nach Geschmack ausprobieren werden. Okay. Vielleicht die Weinkarte dann nicht zu überladen wird. Vielleicht haben wir den 21 nochmal 2 Jahre wegfallen lassen. Ja, und dann können wir nochmal bringen. Sag ich mal, von dem in der Sängerei jetzt hat und wir probieren den nochmal 2 Jahre später und sagen, jetzt wäre der jetzt nochmal zum Verkauf vielleicht nochmal interessant, dann wir den dann vielleicht nochmal auf die Karte bringen oder irgendwie vielleicht nochmal im Shop sagen, hier haben wir noch nach unserem Geschmack jetzt nochmal optimale Trinkreife, bieten den dann nochmal an. Ja, dann würde auch nicht, sagen wir eben schon drüber so sagen. Genau, ja, das war halt eben auch im Online-Shop, finde ich, da kann man gut mitarbeiten. Ja, du kannst das auch so als Highlight oder wie man so als Highlight-Aktion. Genau. Ja, Aktion, genau. Dann, ja.
Ja. Einfach halt eben eine Karte. Viele Kunden, also unser Kundenstamm ist damit auch ein bisschen überfordert, glaube ich. Weil er jetzt 3 Jahre und dann weiß ich, welchen soll ich holen. Ja. Wenn du eine Weinprobe machst und kannst so ein bisschen mal ein 21er, jetzt mal 4 Jahre Weinprobe, dann mal ein 23er oder so was mit reinbringen. Was andere jetzt natürlich schon haben, aber das müssen wir uns jetzt die Seite ist ja aufbauen. Ja. Aber das ist vielleicht, jetzt trinken wir hier den letzten Wein. Wenn wir jetzt Online-Shop haben wir besprochen, Internetauftritt, Social Media, wenn man einfach Polish Hoch 2 Wein probieren will, wie läuft das ab? Was kann man bei euch machen? Anrufen bestellen, Internet oder was wir heute Mittag auch hatten, waren 2 junge Kerle, sag ich mal, aus Holland, Deutsche, die in Holland arbeiten, die kamen einfach vorbei, haben geklingelt, waren heute ein bisschen durcheinander, weil wir vom Weinfest heimkamen, aber ist auch kein Problem. Was jetzt in nächster Zeit ansteht, wir haben ja vorne den Raum von früher noch als Verkaufsraum, da werden wir jetzt, denke ich mal, diesen Monat in Angriff nehmen, dass wir da eine Vinothek reinmachen. Oh, okay. Oder übergangsweise eine Vinothek geplant ist hier am Nachbargrundstück in den nächsten 3-4 Jahren was draus zu machen. Aber jetzt übergangsweise vorne ein Probierraum mit einer kleinen Bibliothek oder was jetzt auch ganz gut ist, so eine Pop-Up-Bar, die dann vielleicht 3-4 Mal im Monat aufmacht. Ah, wo du dann gezielt sagst, dann und dann ist geöffnet, sonst ist das Übliche mit Klingeln und so weiter, aber soll vielleicht Tage geben, wo ihr sagt, da sind wir da, kommt rein. Und ansonsten haben wir auf der Internetseite auch drauf Weinwanderung, bieten wir auch an. Auch so was klassisches. In die Sängerei. Dann wird ein bisschen weiter. Oder in den Sonnenteil. Da können wir hingehen, ja. Nee, aber so was Klassisches bieten wir auch an. Und halt eben auch mit Befreundeten, die hier ein Gästehaus haben. Da machen wir jetzt jeden Monat einen Tapasabend. Wein und Tapas. Also ihr Wein und die anderen Tapas. Genau. Ja, naja, wir machen eigentlich alles so. Was? Ihr macht auch noch Tapas? Ja, wir machen es so zusammen. Also wohl so typische Tapas. Ah, okay. Ich dachte, das wird ja noch in Spanien. Nee. Schorle ist so was Kleines und dann den passenden Wein dazu. Ah, ja, cool. Das hat man jetzt schon 2-mal gehabt und da kommen halt eben auch Touristen. Und es halt auch viel Einheimisch. Genau. Und es war eben auch sehr interessant, mal, da hat man auch den Drittenheimer Feinherb zu was Schafen. Ja. Einfach einen restsüßen Wein halt mal mit einem restsüßen Wein auch einen Hauptgang begleiten kann oder ein kleines. Waren viele verwundert, aber danach viele begeistert. Ja, eben. Das ist ja auch, so sollte ja eigentlich im Idealfall auch sein. Also blöde Spruch, da kommt in Zukunft noch weit von Polish Hoch 2. Also, ja, genau. Ihr habt ja jetzt erst den ersten, aber ihr habt schon Ideen, Also der Raum ist ja da, das muss jetzt halt eben ein bisschen optimiert werden und alles, aber das wird in nächster Zeit auf jeden Fall sein, dass man da dann halt eben auch über Instagram mal vielleicht einfach mal Donnerstagsabend so einen kleinen Feierabend. Ja, so also, ja, Afterwork. Genau. Oder samstags einfach mal so einen Abend macht. Ja, wo ihr dann auch Kapazitäten habt, wo ihr sagt, komm, jetzt machen wir das mal und dann ihr auch selber da seid. Und die Leute euch fragen können. Ja, genau. Und ich finde halt eben, also was jetzt mir in den letzten 4-5 Jahren das so was halt eben gefehlt hat, wo man einfach mal kurze Wege hat, was trinken zu gehen, gemütlich mit 4-5 Leuten ein Glas Wein trinken zu gehen, weil das ist so ein bisschen, kenne ich so aus der Pfalz, da geht man einfach irgendwo hin und trinkt was und das fehlt hier so ein bisschen, finde ich. Jetzt ja, es gibt viele Restaurants, aber so dieses einfach mal spontan. Dieses einfache Glas Wein trinken, das finde mir fehlt. Ein einfaches Glas Wein zu trinken. Ja. Ohne jetzt groß Tisch zu reservieren. Und sich auch vielleicht einfach am Stehtisch groß irgendwo hinzusetzen. Ja. Ich gehe an den Tee, da musst du auch nicht mal viel für machen, unserer Meinung nach. Wir könnten uns auch dann theoretisch zu zweit hinter den Tee stellen und die Leute mit Selbstbedienung. Ja, genau, sie kommen zu, kein Kellner, sondern sie kommen zu euch, ein Glas Kabinett und ab. Genau. Bezahlen und rein. Ja, okay. Also ich finde dieses einfache System. Da wären viele Leute auch dankbar, wenn sie einfach, und wir gehen gerade noch bei Bollig, mach mal 2 Kabinett, wir setzen uns mal hin. Wir gehen einen Rund spazieren ja, und, ja. Und,
und trinke noch einen und gehe dann wieder heim. Genau, du musst auch kein Hängen irgendwie werden, dass man dann irgendwie bis ist schön Wetter heute, ja. Wir gehen noch rund spazieren, gehen noch ein Glas Wein trinken, dann gehen wir nochmal heim. Also so haben wir uns, also vielleicht, dass wir da uns jetzt selber ein bisschen Zeitdruck machen, so Mitte August. Mitte August, oder Anfang August. Jetzt ist aufgenommen. Ja. Mitte August. Ja, da haben wir selber jetzt ein bisschen Zeitdruck dahinter zu bleiben. Vielleicht kann man ja mal den Saal bei Grün auch dekorieren. Ja, eine Wand streichen. Eine Wand, aber nur eine. Ja. Ja. Und ich bin begeistert, dass es zum Abschluss einfach ein Kabinett gab. Ich habe jetzt über die Videos habe ich Kabinett kennengelernt. Das ist. Ja. Also wir waren am Weinfest, wir waren in Ahaus jetzt am Wochenende. Schön. Wirklich eine schöne Stadt, eine kleine, aber eine feine, schöne Stadt. Da kamen zwei Junge in unserem Alter. Ja, gern. In unserem Alter kamen an den Stand. Wir haben gesehen, ihr seid von der Rose. Und dann sehen wir ein Kabinett, wir hätten gerne ein Kabinett. Und, und auch so ein bisschen der Spruch, nee, die haben gesagt, wir hätten gerne ein Kabinett. Kabinett, ja, das ist. Das so. Ist in den letzten Jahren, gerade bei uns in der Generation, wir haben nicht bekommen. Ja. Aber dann hat sich rauskristallisiert, einer von denen ist Koch. Der war, ja. Und hat dann irgendwann mal angefangen in dem Kölner Restaurant. Und hat abends vom Sommelier, anstatt das Feierabendbier, ein Feierabendglas Wein gekriegt. Und ist dann so ein bisschen an das Thema Wein rangekommen. Und hat dann immer, jeden Abend, gab dann scheinbar auch mal Gäste, die dann ein bisschen in der Flasche für den Service gelassen haben, dass dann auch die Köche gekriegt haben. Und so ist der ein bisschen zum Wein gekommen. Der ist mittlerweile selbstständig und hat gesagt, ja, euer Kabi ist auch wirklich richtig geil und vielleicht können wir da ein bisschen zusammenarbeiten. Aber es hat mich so am Anfang so ein bisschen gewundert, da kam so, der war in meinem Alter 29, ja. Haben wir dann nachher herausgefunden, wir waren danach mal mit denen einen trinken. Ja, nachdem wir den Stand zugemacht haben, waren wir dann noch die hatten so einen Irish Pub da, waren wir noch Bier trinken. Machen wir Bier, machen wir ein anderes. Genau, zum Abschluss, aber zuerst habe ich gedacht, da kommen so zwei junge Kerle und dann ein Kabi. Und dann erstmal so, oh, ja, aber vor allem, weil viele Kunden vorher da waren, die einfach gesagt haben, Bierregion, Weinfest, ist jetzt mal was schön, dass jetzt war das erste Mal in der Stadt, dass da jetzt mal so was ein bisschen reinkommt. Und da waren aber wirklich viele junge Leute, die Ahnung von Wein hatten. Das hat mich schon so ein bisschen verwundert, aber positiv verwundert. Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht aber auch immer nur jetzt so, wenn ich so drauf gucke, aber Wein kommt, also es kommt immer mehr auch bei jungen Leuten, ne? Im Moment finde ich, ist es wirklich sehr im Trend. Und gibt ja auch viele schöne, also jetzt ne, Kabinettweine, die dich nicht direkt auch alkoholmäßig direkt so umhauen, die du wirklich so als Sommergetränk, ne, hier eine Cuvée, mal gut auch trinken kannst. Ja, auch die zwei, die heute Mittag da waren, die waren in Bernkastel gewesen, haben ein bisschen im Internet geguckt und haben gesagt, schöne Website, komm vorbei. Dafür 25 Kilometer zu fahren, also junge Leute, die jetzt das hätten früher, also vor 10 Jahren hätte ich mir das, glaube ich, jetzt nicht vorstellen können. Tatsächlich zielt ja auch ein bisschen unsere Ausstattung, unser Auftreten. Ich kann die Leute gut verstehen, mir ist ja genauso gegangen. Ich gucke ja auch immer, wer könnte vielleicht Lust haben oder interessant sein für so ein Interview. Und du stolperst, man soll sich nicht nur daran orientieren, aber man stolpert halt über solche Auftritte. Ne? Wenn du dann auf einmal siehst, boah, die haben da eine halbe Lagenkarte, was man macht. Also der Eindruck, der bei mir schon vorher da war, aber den ihr jetzt ja bestätigt habt, ist ja, ihr macht euch halt auch Gedanken. Also ihr macht jetzt nicht einfach nur Wein, sondern ihr macht euch ja vom Etikett über, wie im Keller geschafft wird, wie im Winger, macht euch ja Gedanken. Ja. Und ich finde, das, glaube ich, honorieren auch viele Leute, ne? Die sagen, die machen nicht einfach nur Wein. Man sieht ja, alles muss regional, ist vielleicht manchmal ein bisschen zu viel von dem Ganzen, aber vielleicht profitiert ihr davon, wenn die Leute sich interessieren für lokale Erzeuger. Ja, und dann zum Beispiel wieder auf die Zweiter zurückzukommen, der eine, der Koch war. Und natürlich dann in Sternehäusern war er dann auch noch. Und dann hat er auch so was probiert in der Sängerei. Zuerst der Kabinett, dann Sängerei und dann so Sonnenteilen. Ja, wie der dann in unserer Preisliste geguckt hat und gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon sehr, sehr gut. Ja. Und jetzt, wir haben ja eben auch schon kurz drüber gesprochen, das sind ja auch. So sehen diese Leute das, die das auch, auch
bewerten können oder die halt auch andere Wein-Einkaufslisten kennen. Genau. Dann ist manchmal auch so was, finde ich, da sind wir oder hier in unserer Ecke manchmal noch zu günstig für die Arbeit, die ihr reinsteckt und für das, also das eine ist die Schafferei, Betriebswirtschaft und das andere ist ja auch, ne, wo kriegst du jetzt in den Sonnenteilen Einzellage und so weiter. Also ja, also, ja man, ich bin ehrlich, also wir hatten am Anfang, wenn die Karte haben wir auch bei den Namen mal hin und her überlegt, macht man den riesen Preissprung. Aber im Endeffekt bin ich froh drum, weil es auch honoriert wird einfach. Ja. Die Leute für ein gutes Produkt wollen ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und ich finde, man sollte sich die Arbeit auch bezahlen lassen. Definitiv. Weil, was habe ich davon, wenn der Wein jetzt 7 Euro kostet und denkst, ja, gehst morgen wieder da rein, ärgerst dich drum und denkst, ja, im Flachen kann ich genauso gut den Wein herstellen und verkaufe ihn genauso teuer. Ja, und denk, man sollte schon einen Unterschied dazu erkennen. Definitiv, und ich sage immer, und das hab ich von euch und von euren Kollegen gelernt, das eine ist, alles das, was ihr macht, ihr lebt davon, eure Betriebswirtschaft, das, was du sagst, unterschreibe ich direkt. Aber jetzt bin ich ganz eigennützig. Ich habe keinen Bock, auf den Schweizer Annaberg zu gucken oder auf der Apotheke, wenn immer mehr Prach fällt, weil das einfach sich nicht mehr rentiert. Und dann gebe ich lieber 3-4 Euro mehr für ein Flasch Wein, also ich muss den jeden Tag eintrinken. Ja. Und selbst wenn ich jeden Tag eintrinken will, kann ich ja immer noch auf andere Linien zurückgreifen. Aber dann habe ich lieber, sagen wir, euch auskömmlich bezahlt, dann ihr auch weiterhin da reingeht, damit da nicht mehr Hecken wachsen. Ja, genau. Das ist ja auch Kulturlandschaftspflege, das ist ja nicht nur Alkohol und eintrinken. Genau. Ja, wäre schon schade, wenn man hier die Aussicht hat und man sieht dann da Wald. Wald, ja, oder Hecken oder was auch immer. Eben. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für eure Zeit. Sehr gerne, danke auch fürs Kommen. Ja, dann stoßen wir nochmal an, genau. Zum Wohl. Dankeschön. Prost.